willkommen zur Folge 18 von The Grill Junkie. Heute gibt es einen besonderen Gaumenschmaus. Spießrollbraten gefüllt mit sage und schreibe Steinpilz-Bacon-Füllung. Es wird richtig lecker werden. Bleibt dran und schaut es euch an. Hier sehen wir auch schon alles, was wir dazu benötigen für die Füllung. Unsere Steinpilze, oh, die riechen vorbereitet, Zwiebeln und Knoblauch klein geschnitten, etwas Bacon, da habe ich jetzt Baconstreifen genommen, weil ich die noch hatte, dann einfach nur Pfeffer und Salz zum Würzen. Es geht einfach nichts über Petersilie aus dem eigenen Garten. In der gusseisernen habe ich die Zwiebeln schon angedünstet oder bin noch dabei. Den Speck gleich hinzu. Das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. Und dann können wir auch gleich die Pilze, die Steinpilze mit hinzu tun. Das sieht ja mal schon ganz gut aus. Dann kommen unsere Pilze hinzu. Oh je, ich befürchte, dass ich es wieder viel zu gut gemeint habe und dass das Ganze gar nicht in den Braten hineinpassen wird. Egal, dann denke ich mal mit dem Rest noch was anderes aus. Das lasse ich jetzt so lange schmoren, bis es gut ist. Salz und Pfeffer sind schon dran. So, die Petersilie unterheben. Dann kann man es vielleicht noch, wenn man möchte, ein bisschen eindicken mit Mehl. Werde ich vielleicht jetzt noch gleich machen. Und dann stellen wir es erst einmal auf die Seite, lassen es kalt werden und kümmern uns dann um den Braten selber. Gewürzt wird das Ganze erstmal mit einer Gewürzmischung fürs Spieß- und Rollbraten, die mir von einer Ausstellung, wo gerade bei uns hier läuft, mitgebracht wurde. Innen wie außen. Wenn ich mir das Fleisch da anschaue, habe ich definitiv zu viel Füllung gemacht. Dann kommen wir mal zum Füllen. Oh mein Gott, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Wie eigentlich meistens. Hat der gute Michi das alles noch nie gemacht. Will immer feine Sachen machen. Die werden auch meistens oder fast immer sogar fein. Also bei mir hat sich zu Hause bis jetzt noch nie jemand beschwert, dass es nicht geschmeckt hätte. Sollte reichen. Fangen wir zum Einrollen an und schon quält es zur Seite heraus. Wie ich das Paket jetzt schnüre, ich weiß es selber noch nicht ganz genau. Ich zeige euch auf alle Fälle aber danach gleich das Ergebnis. Schaut ihn euch an, meinen allerersten selber gewickelten Braten. So, Drehplatte haben wir keine, machen wir das mit der Hand. Ich bin zufrieden. Kurz entschlossen, wie ich immer bin, habe ich noch beschlossen, Baked Potatoes dazu zu machen. Ganz einfach die Kartoffeln waschen, grobes Salzbett in den Topf rein, Kartoffeln reinsetzen und befeuern. Und dann abwarten, bis sie gar sind. Und so schaut das Ganze dann im Topf drin aus. Der Rapp ist mittlerweile wunderbar eingezogen. Ich werde den Braten jetzt aufspießen. So liegt er nun da und wartet auf seine silberne Verpackung. Und schon können wir die Kohlen einfüllen. Einfach mittig rein. Der Braten ist ja in Alufolie gewickelt. Der Schieber unten ist halb geöffnet.
Ich rechne da mal damit so circa 1,5 Stunden. Und dann sehen wir weiter. Nun werde ich ihn auspacken, versuchen die Soße aufzufangen, den Bratensaft. Ja Leute, ich habe ihn gut eingewickelt. Dann haben wir schon die letzte Schicht. Lass ich hier jetzt noch kurz aussaften. Aua! Kurz aussaften. Dann lege ich draußen das Birkenholz auf. Und sobald es dementsprechend ist, das Feuerchen, hole ich den Braten wieder nach draußen. Jetzt ist er nochmal kurz auf dem Grill. Mit Buchenholzscheiteln links und rechts. Da mache ich jetzt eben den Deckel drauf. Dass er jetzt noch ein schönes Raucharoma kriegt. Also ich bin neugierig, ihr auch? Oh ja, der kriegt langsam Farbe. Da können wir noch ein bisschen. Es ist endlich vollbracht. Leute, ich gebe es zu, ich habe mich total verschätzt dieses Mal. Von der Zeit. Aber er sieht doch wunderprächtig aus. Moment. Ja, so sieht man wunderbar. Also ich finde ihn herrlich. Ich gehe jetzt rein und tue anschneiden. Und so sieht nun das fertige Ergebnis aus. Der Braten hat zwar jetzt wesentlich länger gedauert, als ich gedacht habe, aber jeder kann sich verschätzen. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein Profi. Bis zum nächsten Mal, der Grill-Junkie. Und tschüss.